diese Gebäude drücken diese Aufbruchsstimmung aus, modern zu bauen. Und es ist ja faszinierend, dass dann das, was wir International Style nennen, zum Beispiel in Amerika, sehr, sehr viel später beginnt oder auch in Deutschland. Also Russland war, was das Bau betrifft, in dieser Zeit ganz weit vorne, ganz große Avantgarde. Die beiden sind eine Gesellschaft. Die in Russland tätig waren, da gab es sehr, sehr, sehr enge Verbindungen, man wusste voneinander. Lissitzky hat ja auch das Bauhaus besucht und dort Vorträge gehalten. Also Bauhaus, und es gab ja ein Pendant in Moskau, Gute Mass, eine ähnliche Schule, die kannten sich alle untereinander und rezipierten das. Es gab ja auch viele deutsche Architekten wie Walter Gropius und Bruno Taut oder Hannes Meyer, die nach Russland gereist sind, um dort zu bauen. Le Corbusier hat in Moskau groß gebaut und er war ja vielleicht der Urahn der konstruktivistischen Moderne. Und da ist heute ein neues Bewusstsein eingetreten, auch erkennbar. Ich glaube, auch jüngere Leute entdecken dieses Erbe wieder. Und das ist ja das Wesentliche, dass man darauf aufmerksam macht. Also wir müssen einfach immer wieder sagen, wie wichtig das ist. Und vielleicht wird dann auch irgendwann mal der Antrag kommen, dass die konstruktivistische Architektur in Russland zum Weltkulturerbe erklärt wird. Verdient hätte sie es allemal. Thank you.